ergänzen zur Podcast-Preview zum Auswärtsspiel am Montagabend beim VfL Bochum. Ja, ja. Speaking of, sprechen wir von absoluten Pflichtsiegen, die man holen muss, wenn man aufsteigen will. Ist einfach so. Jetzt auch nach diesem Spieltag habe ich es extra mal abgewartet, weil es jetzt die Zeit ja auch mal gelassen hat quasi mit dem Abstand von Samstag auf Montag, weil heute haben ja Bielefeld und der HSV schon gespielt. Bielefeld, die regen mich mittlerweile schlicht und ergreifend einfach nur noch auf. Was soll das denn? Die kommen gar nicht überhaupt, die haben scheinbar echt nicht den Gedanken daran, endlich mal, wie es alle prognostizieren und alle erwarten, endlich mal in irgendeine Form von einem Tief oder so zu fallen. Haben die einfach keinen Bock drauf? Haben sie nicht? Ich hab's echt gefühlt, die haben genau raus, wie man in dieser zweiten Liga zu spielen hat. Gewinn 4-2 in Fürth und da stand es dann irgendwann noch lange Zeit, also 2-4 kam kurz vor Schluss, also stand es da lange 1-4. Haben aber auch 3-0 geführt oder sowas. Was soll der Mist? So, was soll das? Also die haben irgendwie scheinbar echt leider kein Interesse daran, ihren Platz da oben abzugeben. Das finde ich echt schade. Das hätte ich eigentlich damit echt gerechnet, aber Stand jetzt haben die Bock, da bis am Ende da oben zu bleiben. Der HSV hat gerade, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber rein von dem, wie man es so verfolgen konnte, einfach das, nicht das Glück, aber zumindest noch die Fähigkeit, nicht zu verlieren. Hannover führt das komplette Spiel lang 1-0 und dann schießen die mit der letzten Aktion 5 Minuten Nachspielzeit von 5 angezeigten Minuten Nachspielzeit 95, sie machen die jetzt 1-1. Klar, jetzt, die haben trotzdem 2 Punkte liegen lassen dadurch und wenn wir jetzt am Montag in Bochum gewinnen, dann sind wir punktgleich mit dem HSV. Halt immer noch aktuell 12 Tore weg quasi und auch von Bielefeld 12 Tore weg. Hamburg und Bielefeld haben genau die gleiche Differenz an Toren. Und Bielefeld ist nochmal 3 Punkte vorne weg. Aber wenn wir gewinnen, was wir so oder so müssen, dann haben wir zumindest mal gleich viele Punkte wie der HSV. Und dieser zweite Platz ist wieder noch ein bisschen greifbarer. Die drunter uns haben wenigstens ein bisschen gepatzt, sozusagen. Heidenheim hat unentschieden gespielt. Jetzt hängt auf einmal Regensburg oben. Fürth hat verloren. Jetzt stand jetzt Heidenheim 3 Punkte unter uns. Regensburg 6 und Fürth 7 Punkte unter uns. Aber es ist auch wieder so ein Zeichen von Bielefeld. Wir spielen auch in 2 Wochen bis zu der 29. Weil ich da ja, sage jetzt auch hauptsächlich, weil ich da halt im Stadion bin in Fürth. Ja, müsste es sein, weil nächste Woche spielen wir zu Hause gegen Jahn Regensburg. Ne? Bielefeld hat das 6-0 gewonnen zu Hause. Werden wir so nicht nachahmen, aber auch wieder im Pflichtsieg. Sowieso ziemlich alles jetzt mittlerweile. Weil die da oben ja scheinbar echt keinen Bock haben, irgendwann mal in 2-3 Spiele wenigstens irgendwie zu fallen, die sie mal verlieren, egal wie. Und auch Fürth auswärts scheint ja, wie man bei Bielefeld gesehen hat, keine großartige Kunst zu sein. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie die jetzt in Bochum gespielt haben, Bielefeld und Hamburg. Aber wir müssen in Bochum gewinnen. Müssen wir. Man kann mittlerweile leider in Richtung Aufstiegskampf nur noch von einem Müssen reden. Und in Bochum, ja, so ein Hin und Her, ne? Letzte Zeit haben wir, ja, 2010 haben wir mal gewonnen in Bochum, davor ein paar Unentschieden und Niederlagen, also ganz komisch. Also Bochum kann sich irgendwie absehen, dass man sagt, ja, gegen die haben wir, so nach dem Motto, das ist unser Angstgegner oder das ist der Gegner, der uns liegt. Bochum ist immer so ein bisschen durcheinander, wenn ich hier wieder, wie immer, meine Fußballdaten.de-Seite hier durchgucke. Und natürlich das legendäre Spiel ist auch in meinem Trailer drin von morgen, zumindest kurz mit drin. 2-3 Szenen aus dem Spiel gegen Bochum aus der Meisterschaftssaison, 33. Spieltag, 2-6, 2-7, 3-2 Auswärtssieg, Hildebrand mit der Monsterparade, parallel verliert Schalke 2-0, meine ich, in Dortmund und damit war klar, ich glaube, wir haben einen Unentschieden gebraucht gegen Cottbus, wurde dann ein Sieg am Ende, um Meister zu werden, also auch Bochum ist schon Gegner, der quasi so ein bisschen in der Nostalgie eine Rolle spielt vom VfB, sagen wir es mal so. Aber es wird langsam wirklich einfach nur deutlich, dass wir uns aktuell keine Fehler mehr erlauben dürfen.
Dürfen wir nicht. Wir müssen in Bochum gewinnen. Ein Punkt bringt erstmal nichts. Also verlieren sowieso nicht. Das dürfen wir sowieso nicht. Grundsätzlich nicht. Aber wir müssen das Spiel auch auf jeden Fall mal gewinnen, weil das ist es halt. Unsere Auswärtsleistung kackt uns völlig rein. Wir sind die beste Heimmannschaft. Haben es aber eben, ne? Was habe ich irgendwo beim Kommentator oder irgendwo mal gesehen? Seit, oder einem PK war es, glaube ich, seit September keine zwei Siege mehr in Folge gehabt. Und das ist natürlich ganz, ganz dufte. Da merkst du halt, ne, wenn man den normalen Rhythmus geht, Heimsieg und dann in der Folgewoche zwei Spiele am Stück, gewinnst du auswärts nicht. Wir haben, glaube ich, zwei Spiele auswärts gewonnen. Bielefeld und Regensburg. Regensburg war ich auch dabei. Es war relativ, das war echt geil. Dann noch ein drittes, wenn man so halb mit dazuzählen dürfte. Also in die Liga natürlich nicht, aber halt beim HSV im Pokal. Aber Liga 2, zweimal gewonnen auswärts. Und das in der Zeitspanne bis zum 22. Spieltag. Und so steigst du einfach nicht auf mit so einer Auswärtsform. Ich schaue schon mal prognostizieren quasi nach eine Runde weiter. Nächsten Spieltag zu Hause gegen Regensburg. Aha, ja, das wissen wir. Hamburg spielt parallel das Derby gegen St. Pauli. Vielleicht geht da ja was für St. Pauli. So diese Derby-Spiele sind immer was Besonderes. Haben wir den HSV auch zu Hause geschlagen, die Paulianer oder St. Paulianer. Und am Tag danach, ah ja, Bielefeld gegen Hannover. Also Hannover scheint ja, gut, die haben jetzt nicht gewonnen, aber die scheinen ja schon sich so mehr oder minder jetzt endlich mal so halbwegs zu festigen. Vielleicht können die ja in Bielefeld irgendwie einen Punkt mitnehmen oder so wenigstens, ne? Heidenheim unter uns spielt in Kiel, Fürth spielt in Wiesbaden. Das ist noch so interessant. Regensburg, ja, die müssen wir im direkten Duell schlagen. Genau. Und dann wäre natürlich auch noch ein bisschen weitergezogen. Diese beiden Montagabendspiele von unfassbarer Wichtigkeit. Ich meine, es ist der 9. März, wenn es dann zu Hause gegen Bielefeld geht. Gehen wir kurz durch. Yes. Montag, 9. März. 20:30 Uhr, VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Das musst du gewinnen. Absolutes 6-Punkte-Spiel. Oder, na, doch, du musst es gewinnen. Ich wollte gerade sagen, zumindest darfst du nicht verlieren, aber du musst es gewinnen. Und dann ein paar Spieltage später, da haben wir es doch. 6. April, auch wieder Montagabendspiel, VfB Stuttgart gegen Hamburger SV. Das nächste 6-Punkte-Spiel. Also, wenn man es so quasi übertrieben dargestellt sagen kann, haben wir quasi noch insgesamt 12-Punkte-Spiele, so gefühlt, gegen unsere direkten Konkurrenten und zu Hause. Da musst du es dann gewinnen. Wenn die wirklich bis dahin ums Verrecken nicht anfangen zu straucheln, wie auch irgendwie quasi halbwärts so wie bisher halt irgendwo hinten dran hängen quasi, ne? So immer 2, 3, 4 Punkte Abstand haben auf 2 und 1, dann musst du diese Spiele gewinnen. Also auf die habe ich schon, klar, also Bock habe ich schon auf die Spiele, klar, aber in dem Sinne von ach du Scheiße, werden diese Spiele wichtig, habe ich da mal gar keinen Bock drauf, da im Stadion zu hocken. Sind diese hochintensiven Spiele für den Stadiongänger oder für den Fan halt allgemein. Junger Vater. Aber jetzt erstmal, ich kann es zu Bochum, tut mir leid, aber ich kann zu Bochum nicht viel sagen. In Wiesbaden gewonnen, gegen HSV zu Hause verloren, da haben sie lange noch geführt gehabt, oder was heißt lange geführt, aber sie haben zumindest mal geführt gehabt, noch einen Unentschieden gehabt. Da haben sie sich relativ schnell überrennen lassen vom HSV, da haben sie 3:1 dann verloren gegen HSV. Machen wir es vielleicht auch noch kurz und gehen die Spiele so ein bisschen durch. Dann hat Bielefeld zu Hause gewonnen gegen Bochum mit 2:0. Dann gehe ich mal ganze Spieltage vor und suche mal das Spiel, wo dann Bielefeld in Bochum gespielt hat. Das wird ja wohl hoffentlich schnell aufzufinden sein. Relativ weit vorne, gut, das war gefühlt ganz am Anfang der Saison. Das zählt ja quasi nicht. Ah, 3:3 ging es aus, aber es zählt ja quasi nicht, es war 2. Spieltag. Da zählt ja mal absolut gar nicht mit rein. Das ist ja noch viel zu früh in der Saison gewesen, um das zu bewerten, aber der HSV beispielsweise hat 1:3 gewonnen und das auch noch nach Rückstand. Also Bochum ist ja auch kein Weltgegner. Wo sind die jetzt gerade? 15. Also bitte. Ah, ne? Ich lasse euch einfach dabei, dass ihr mir Prognosen reinballert. Meine Prognose ist Hauptsache Gewinn, scheißegal wie. Pflichtsieg des Jahrhunderts. Schreibt mir Meinung zum Spiel, Meinung zu allgemeinen Kanal, wie auch immer, Videos, Konzepte, schießt mich tot. Alles. Es ist ein absoluter Pflichtsieg am Monat, den wir einzutüten haben.
Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.